Jessica Puppitsch, Geschichte, ich komme aus der Leichtathletik. Katrin Terlag, Steinmatt-Gymnasium, ich komme auch aus der Leichtathletik. Christian Reuter, Gesamtschule Meiderich, ja, Fußball. Thomas Molzner, auch Lise Meitner Gesamtschule, handballmäßig Schwerpunkt unterwegs. Ja, wir sind hier im Steinmatt-Gymnasium in der Turnhalle und die Kolleginnen und Kollegen, die Sport unterrichten, werden also hier eingewiesen in den sportmotorischen Test, wie er funktionieren wird, wie er abläuft und ihn, so wie ich das sehe, auch heute noch ausprobieren. Geleitet wird der Test und initiiert vom FOSS aus Karlsruhe, das Forschungsinstitut für den Schulsport. Die führen einmal die Einweisung und Einführung durch und auf der anderen Seite werden die morgen mit uns gemeinsam den Test begleiten und natürlich ist der Stadtsportbund hier zugegen. Wir sind in der Sportschule Wedau und wir machen heute den ersten zentralen Test für die NRW-Sportschule für den Jahrgang 2015-2016 für Duisburg. Und die Kinder müssen heute insgesamt 8 Teststationen durchlaufen. Die Kinder machen sich gerade warm. Es ist unser erster Testdurchgang heute, den wir überhaupt machen. Das sind Grundschüler der 4. Klasse, die jetzt auf die fortführende Schule kommen im Sommer. Und die haben die Möglichkeit, sich an den 3 Standorten der Duisburger Schulen, der Gesamtschule Meiderich, der Lise Meitner Gesamtschule und dem Steinbad anzumelden. Aber dafür müssen sie vorher erstmal diesen Test heute sehr gut bestehen. Der Test wird von dem Sportinstitut in Karlsruhe, vom FOSS, betreut und die werden unterstützt von unseren Sportlehrern hier von den 3 Schulen. Und wir sind gespannt. Wir fangen jetzt gleich mit den 20 Metern an. Also, das wird nachher abgezogen. Du darfst auch nicht drehen, ja? Sondern du musst wirklich voll in dem Kästchen dann, ja? Auch nicht nachgestellte Schritte. Das geht auch nicht. Und dann ist dieser zweite Schritt ist quasi der Schritt Nummer 1. Dann ist der dritte die Nummer 2. Und wenn du 8 hast, dann sage ich, du hast 8 und dann darfst du auch runter. Dann musst du nicht bis zum Ende des Balkens laufen. Okay? Dann hast du 15 Sekunden, dann kommt wieder ein Signalton und dann kannst du aufhören. Ja? In 10 Tagen bekommen die Schulen eine Rückmeldung per Mail in Form einer Gesamtübersicht der Ergebnisse und für jedes Kind bzw. für die Eltern eine Individualauswertung mit Ergebnisübersicht und den dazugehörigen Leistungsklassen. Je nachdem, ob das der Test dann bestanden wurde im Rahmen der NRW-Sportschule, werden wir die Kinder dann auch darüber und die Eltern informieren, dass sie sich dann am 30. an den entsprechenden 3 Schulen dann anmelden können. Die Kinder, die den Test dann leider nicht gut genug bestanden haben, die bekommen aber trotzdem ihren Testauswertung und kriegen dann auch noch einen freundlichen Brief von uns, dass sie sich ganz doll angestrengt haben, die Leistung aber leider für die NRW-Sportschule dann nicht reicht. Also momentan haben wir uns auf 90 festgelegt, also 30 pro Schulstandort. Aber ich denke, wir warten da auch das Ergebnis ab. Das ist ganz wichtig für uns, weil wir da einfach keine Parameter haben. Und die Schulleiter haben auch schon angedeutet, dass sie dann schauen werden, wie es denn aussieht in ihren Stadtteilen dann selber. Es besteht für alle Schüler eigentlich nochmal eine zweite Chance, auch NRW-Sportschüler zu werden. Ja, wenn wir dann einmal so weit sind, wird es im 7. Schuljahr noch einmal einen Test geben. Eigentlich nur mit unseren Sportschülern, aber wir werden dann da auch sicherlich von außen Schüler nehmen, die sich dann schon sehr stark im Sport engagiert haben. Und mit den Schülern, die haben dann die Chance, auch in der 8. und 9. Klasse dann an den entsprechenden Vorteilen der Sportschule wie Frühtraining und Ähnliches dann zu partizipieren. NRW Sportschule Duisburg, wir freuen uns auf euch!